Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen im freundesgepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder zu einem kaufgebraucht Video und zwar mit einem gebrauchten Set und zwar der Lego Technik 42045, dem Hydroplane Racer. Es handelt sich dabei wieder um ein 2-in-1 Set und wir haben eben einmal diesen Hydroplane Racer und als zweites Set ein anderes Rennboot dabei. Das Erscheinungsjahr dieses Sets war 2016, genau wie das Flugzeug, welches ich hier ja auch schon mal auf diesem Kanal mit vorgestellt habe, und zwar das mit der Setnummer 42044. Dieses Set hat 180 Teile und es ist wie gesagt gebraucht gekauft worden. Man sieht so ein bisschen am Zustand der Verpackung, aber wie ich es euch immer sage, das ist kein Problem. Kauft auch solche Sets mal gebraucht, nicht immer nur neu. Man kann da so viel Geld einsparen und hat genau denselben Spaß. Klemmbausteine im Allgemeinen gehen nicht so schnell kaputt. Man braucht auch von Lego nicht immer die neuesten Sets. Ich bin sowieso der Meinung, fast jedes neue Set wird schrottiger als das alte. Dementsprechend schauen wir uns doch mal dieses Set aus 2016 an. Auch bei diesem Set kam Lego schon auf die tolle Idee, dass es doch gut wäre, Kinder vor einen Bildschirm zu zwängen. Also kann man hier auch die ganze Anleitung digital abrufen und digital bauen. Muss nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach, aber wenigstens ist im Gegensatz zu Blue Bricks bei so einem Lego-Set die Anleitung auch nochmal in Papierform mit dabei. Als Hinweis haben wir nochmal draufstehen, dass das Modell nicht wirklich schwimmt, das hätte man sich vorstellen können, aber die Werbekräfte bei Lego haben hier wieder alle Arbeit geleistet bei dem Bild. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal das B-Modell, wo auch nochmal groß die Online-Anleitung beworben wird. Zum Set gehören dann natürlich noch die zwei Anleitungen und auch hier sieht man, es ist ein Gebrauchtkauf, hier ist ein kleiner Klebestreifen drauf, weil das mal gerissen war. Das stört ja aber ein Kind nicht, was am Ende mit dem Rennboot spielen will. Am Ende habe ich dieses Set in einem Bundle mit einem anderen Set bekommen und beide Sets haben 12 Euro gekostet, heißt pro Set 6 Euro, es ist ungefähr dieselbe Kategorie. Das andere Set werde ich euch auch nochmal zeigen, also 6 Euro hat das hier gekostet und da ist es doch nicht schlimm, dass hier die Anleitung mal einen Riss hatte und von dem Vorbesitzer geflickt wurde. Ansonsten sind die Anleitungen Lego-typisch, wir kennen die alle. Und bei dem Hydroplane Racer haben wir 67 Bauschritte. Hier auch nochmal die Teileliste, hier könnt ihr euch das Video wie immer gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Und auf der Rückseite nochmal die Werbung für die anderen Sets aus der Lego-Technik-Reihe in diesem Jahr. Und das B-Modell, das andere Rennboot, hat insgesamt 67 Bauschritte. Der Karton, die Anleitungen, alles schön und gut, aber ich weiß ja, was euch interessiert. Und zwar, ihr wollt jetzt endlich sehen, was habe ich für diese 6 Euro bekommen. Und dementsprechend packen wir das doch mal weg. Und jetzt kommt der Star dieser Show, und zwar der Hydroplane Racer. Schauen wir uns doch erst einmal die Funktion an, die wir hier bekommen. Und zwar kann man mit dem Set natürlich fahren. Wir haben dafür diese zwei kleinen Räder auf der Unterseite als Hilfe, damit es ordentlich fährt. Und damit wir eine Antriebsachse haben für den Motor, den ich euch gleich noch zeige. Und hinten wird es über diese zwei Round Plates geschleift. Das Ganze ist aber natürlich alles andere als optimal und sehr belastend für die Steine. Und das sieht man den Stein eben mittlerweile auch an. Der Grund, warum wir hier hinten die Round Plates haben und keine weiteren versteckten Reifen, ist der Platz. Denn wir brauchen den Platz hier für den Motor. Denn wir haben hier einen mitlaufenden Vierzylindermotor, der eben über die Antriebsachse, die wir vorne durch die Reifen haben, betrieben wird. Und versteht mich nicht falsch, ein mitlaufender Motor ist immer gut und ich bin auch kein Experte, aber eigentlich sollte meines Erachtens beim Hydroplane Racer aus dieser Zeit ein V8 Motor drin sitzen. Dafür bin ich aber wie gesagt nicht Experte genug, um das hundertprozentig zu sagen und dafür war auch in diesem Set kein Platz mehr. Dementsprechend ist das ein kleiner Kritikpunkt. Und die Kirsche auf der Sahnetorte ist, der Propeller hinten dreht sich mit, denn der ist an die ganze Antriebsachse angekoppelt. Jetzt habe ich auch Propeller gesagt und ihr merkt, das ist irgendwie kein Propeller, das ist ja ein ganz anderes Teil. Ja, das stimmt, denn die Besitzerin hat das ausgetauscht vorher. Die wollte nämlich, dass es eher wie eine Turbine aussieht als ein Propeller. Das stand aber auch mit in der Set-Beschreibung. Dementsprechend ist das nicht schlimm. Und der Propeller kostet als Ersatzteil auf Bricklink 3 Cent. Also ist auf jeden Fall keine große Hürde, den nochmal zu ersetzen. Und das war's an und für sich schon mit den Funktionen, aber die reichen natürlich für ein Spielset dieser Größe auch aus. Und auch wenn es ein Spielset ist, gucken wir uns das ganze Set natürlich trotzdem auch vom Aussehen an. Und ich muss sagen, der Heckbereich mit dem Motorblock und den Abgasrohren ist für mich wirklich eine absolute 10 von 10. Also ich finde, das sind auch wirklich Highlight-Teile, die richtig, richtig gut nochmal am Set aussehen. Und auch dieser Heckspoiler ist sehr, sehr gut getroffen und kommt eben an einen wirklichen Hydroplane Racer aus dieser Zeit sehr nah ran. Das Ganze ist wirklich sehr detailliert gemacht dafür, dass es eben ein Spielset ist.
Wichtig finde ich auch, dass man hier trotzdem noch einen klaren Blick auf den Aufbau der Funktion hat und es trotzdem verkleidet wurde. Da ist ein schöner Mix gefunden zwischen Verkleiden und die Funktion offen lassen, denn man sieht die Funktion noch sehr gut, trotzdem sieht es hübsch aus und wurde schön verkleidet. Auch die Frontansicht mit der Kabine, den Lufteinlässen und wirklich der unverwechselbaren Hydroplane-Optik gefällt mir sehr, sehr gut. Schade ist es aber, dass die Optik mal wieder zu einem sehr großen Teil durch die Sticker generiert wird. Aber ja, es ist wie gesagt ein Spielset und deshalb verzeih ich das an der Stelle. Hier sind die Sticker auch zum Glück gut erhalten. Das ist bei einem gebrauchten Set natürlich teilweise nicht die Regel. Ich meine, dieses Set ist jetzt seine 6 Jahre alt. Da ist es mit den Stickern meistens noch ganz in Ordnung. Trotzdem hat man da oft Stellen, die abstehen oder schon angekratzt sind. Wenn wir dann in ältere Sets gehen, zum Beispiel dieses Set, was ich auch nochmal vorstellen würde, ist es mit den Stickern schon meistens nicht mehr so gut. Das zweite Set ist im Endeffekt nur ein anderes Rennboot, hat eine etwas andere Optik, aber die Funktionen sind nahezu identisch. Nur, dass die Zylinder bei diesem Set hier seitlich mitlaufen und wir haben da 2 Zylinder pro Seite und es eben nicht nacheinander gebaut. Aber das ist nichts, was man unbedingt einzeln zeigen muss. Wer hier welches Boot baut, ist den eigenen Geschmack unterworfen, ob man eben eher so ein normales Rennboot oder diesen Hydroplane Racer mag, der ja eher in eine sehr amerikanische Richtung geht. Über die Steinequalität von Lego aus dieser Zeit müssen wir noch überhaupt nicht reden. Das sind Top-Steine und auch, dass sie 6 Jahre alt sind, stört einen Lego-Stein natürlich überhaupt nicht. Dementsprechend hatte man auch hier sehr viel Spaß beim Bau und auch die einzelnen Bauschritte und wie das Ganze in der Anleitung aufgebaut ist, hat noch sehr viel Spaß gemacht. Es ist natürlich trotzdem super einfach. Also es bekommt wie eigentlich immer bei relativ neueren Lego-Sets jedes Kind hin. Abschließend kann man sagen, wir haben hier ein Set, was man momentan gebraucht für 6 bis 10 Euro bekommt. Teilweise 12, je nachdem in welchem Zustand auch noch zum Beispiel sich Originalverpackung und Anleitungen befinden. Aber das Wichtigste für euch ist ja im Endeffekt das Set, also kann euch das so gesehen ja auch egal sein. Und dafür bekommen wir ein Rennboot mit mitlaufendem Motor, mit einem mitlaufenden Propeller hinten, wenn es nicht unbedingt der Vorbesitzer wie eine Turbine aussehen lassen wollte, aber das ist ein anderes Thema. Mit dem man auf jeden Fall als Kind sehr, sehr viel Spaß haben kann. Das Set hat auch seine Schwächen, wie zum Beispiel die Roundplates hinten, die natürlich schnell verkratzen und wo ich auch ein bisschen Angst habe, dass wenn die dann schon ein bisschen angekratzt sind und ein bisschen scharfkantige Stellen kriegen, man sich auch die Oberfläche von seinem Tisch oder Boden ein wenig ankratzen könnte. Das ist relativ schade, aber solche Roundplates kosten auch nicht viel, um sie mal zu ersetzen. Es ist ja sogar egal, ob die jetzt blau oder welche andere Farbe auch immer haben, sie sind unten, man sieht sie im Normalfall beim Spielen nicht. Da würde ich einfach nur darauf achten, dass man da immer einen relativ frischen Roundbrick noch hat. Schade ist es natürlich immer, wenn Lego-Steine dann durch das normale Spielen mit dem Fahrzeug so misshandelt werden, dass sie am Ende weggeschmissen werden müssen. Das ist eigentlich der größte Kritikpunkt, den ich an dem Set habe. Denn sonst gefallen mir die Funktionen, auch wenn es natürlich nicht viele sind, aber es ist ja auch ein kleines Set. Mir gefällt die Optik, mir gefällt der Weg, der hier noch gegangen wurde, zwischen man soll die Funktion sehen und trotzdem ein schönes Set haben. Das ging ja früher eher in das eine Extrem, dass man alles von den Funktionen sehen sollte und heutzutage eher in das andere System, dass man die Funktionen teilweise gar nicht mehr sieht. Was aber meines Erachtens auch nicht der Sinn von Lego-Technik ist. Bei neueren Lego-Technik-Sets ist es ja meistens sogar so, dass man kaum noch eine Funktion hat. Aber da schweifen wir schon wieder ein Stückchen ab. Man bekommt hier auf jeden Fall für sein Geld ein Set, mit dem man super viel Spaß haben kann. Und darauf kommt es an. Und dementsprechend gibt es von mir für dieses Set, wenn ihr es irgendwo gebraucht für einen guten Preis findet, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Auch hier gilt wieder, kauft euch dieses Set, wenn es euch gefällt, gebraucht. Bezahlt keine überteuerten Preise für original verpackte Produkte von irgendwelchen Resellern, die sich vor Jahren 5 Kartons davon gekauft haben, um sie jetzt für einen unverschämten Preis im Internet anzubieten. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, könnt ihr gerne wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick.